Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in Train Sim World 2. Heute schauen wir uns mal die Einführung in die Tees Valley Line an. Und ja, bekommen wahrscheinlich noch ein paar Einführungen in die ein oder andere britische Lok. Ich glaube, alles Diesel, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ja, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Okay, direkt in die Class 37 Einführung. Willkommen in dieser dieselelektrischen Lokomotive der Baureihe 375 im Railfreight Sektoranstrich. In dieser kurzen Einführung werden wir über die Start- und Halteprozeduren sprechen. Die hintere Lokomotive läuft bereits. Die Hecklichter sind an und die Handbremse ist gelöst. Steigen Sie in die vordere Lokomotive ein, um zu beginnen. Interessant. Heißt das, wir können sogar... Sie werden viel Zeit mit dem Fahren verbringen. Setzen Sie sich also, um fortzufahren. Meine Fresse. Heißt, wir können auch mit... Mit dem Zündschlüssel wird die Fahrersteuerung eingeschaltet. Da haben wir den Generalschlüssel. Gott, den muss man auch erwischen. Stellen Sie den Richtungswender wie angezeigt ein, um den Motor zu starten. Auf nur Motor? Also können wir wahrscheinlich mit... Starten Sie jetzt ruhig die Lokomotive. Zweiergespann oder sowas fahren. Schätze ich mal. Der Startknopf ist da drunter. Stellen Sie die Zugbremse wie angezeigt ein, während die Handbremse die Lokomotiven festhält. So, Zugbremse auf angelegt. Angelegt ist dann jetzt eigentlich die erste Einwendung? Moment. Oder auffahrend. Nutzen Sie jetzt den Richtungswender, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Lichter und Zugnummernbeleuchtung sind wichtig, damit andere wissen, dass die Lokomotive in Betrieb ist. Was haben wir jetzt nochmal angemacht? Mal gucken. Wir haben jetzt gerade die Zugspitzensignale eingestellt. Jetzt müssen wir noch die Instrumentenbeleuchtung anschalten. Zeit, sich zu bewegen. Stellen Sie die Handbremse wie angezeigt ein. Haben wir nochmal hier die Parkbremse. Ernsthaft. Das kann etwas dauern, bis man das fertig kriegt. Aber das ist gar nicht mal so schlimm, weil das dauert ja sowieso lange, ne? Man kann das ja nicht schnell machen. Erhöhen Sie die Leistung, um loszufahren. Wenden Sie nicht zu schnell zu viel Kraft an. Rollbetrieb wird eingesetzt, um effizient eine konstante Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Nutzen Sie die Bremsen und den Leistungsregler, um den Zug anzupassen und eine zu hohe Geschwindigkeit zu vermeiden. Ja, haben wir ja nicht. Alles einmal hier durchmachen oder wie oder was? Wahrscheinlich eigentlich ja nicht. Muss wahrscheinlich nur wieder über irgendeinen bestimmten Punkt fahren, wenn man nur grünes Licht vorne raus.
Wir nähern uns der Stoppmarkierung. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft zum Stehen zu kommen. Ja, das kriegen wir doch hin. Ich denke mal, ich werde das auch so machen, dass ich jede Menge jetzt von der TS-Welle-Line aufnehme am Stück, dass ich so ein bisschen hier ja, super. Also war zu doll gebremst, obwohl wir fast nicht gebremst haben. Um halt eine längere Zeit halt, also ich versuche, was hier, um es nochmal besser zu formulieren. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieser Lokomotive durchgegangen. Ich finde es interessant, dass wir gar nicht direkt angefangen haben mit der Einführung in die Strecke. Achievement Unlocked Tractors Trainee on top of the class. Ja, 15 und 22 haben wir benötigt. Eine Goldmedaille, 87 Punkte bekommen. Ich bin überrascht, dass wir nicht direkt mit der TS-Welle-Line angefangen haben, dass wir da irgendwie die Einführung in die Strecke allgemein bekommen. Aber um auf das zurückzukommen, was ich sagen wollte, ich werde versuchen, das allgemein bei allen Strecken zu machen, dass ich, sagen wir mal einfach, 5 Folgen oder 5 Sachen, 5 Videos am Stück zu einer bestimmten, zu einer Route aufnehme. Das ist ja noch eine BR-Klasse. Willkommen zur dieselelektrischen Lokomotive der Baureihe 31.1 im British Rail Blue Anstrich. In dieser kurzen Einführung werden wir über das Rangieren der Wagen im Rangierbahnhof und das manuelle Bedienen von Weichen sprechen. Ist klar. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Ich verstehe nicht, warum manchmal man direkt reingeworfen wird in die Einführung. Also in die, von wegen hier, das erwartet Sie auf der TS-Welle-Line, um mal das so zu formulieren. Und manchmal halt nicht, dass man direkt dann in die Tutorials von den Loks reingeworfen wird oder sowas in der Art. Ich verstehe es nicht. Wie gesagt, also ich werde mehrere Sachen dann am Stück aufnehmen, dann würde ich mich halt mehr so ans Bremsverhalten gewöhnen, dass wir auch schönere, smoothere Folgen mit Bremsverhalten und so weiter haben. Und ja. Genau. Dann steigen wir mal hier in die Class 31.1 ein. Wenn wir wieder hochsteigseln. Wenn ich mir sie so angucke. Okay, 90 Miles per Hour. Ja gut, es. Die Class. Oh, welche war denn das noch? Aktivieren Sie wie angegeben das Hauptpult der Lokomotive. Gut, Class 66 ist natürlich höchstwahrscheinlich älter. Jünger meine ich. Oh Gott. Ja. Das ist schon etwas spärlicher ausgestattet, würde ich mal fast behaupten. Generalschlüssel ein. Ist halt die Frage, ob wir hier bei in dieser Lok bereits schon in der Class 31 bereits schön hier Stahlwagen. Obwohl dort bereits schon. Das schon in der ob das noch vor der Zeit der Zugsicherheitssysteme war, wobei wir haben ja AWS drin, ne? Das sieht ein bisschen mehr. Aber die Frage ist, gab es da schon die Driver Safety Device? Ja, werden wir alles dann noch später erfahren. Wichtig zu merken, auf der TS-Welle Line bei den Loks, bei der Class, weil ich hatte mir davor, die quasi Class 37, ich glaube schon, oder? Mensch, es ist ja super, dass ich wieder so gut aufgepasst habe. Also erstmal auf volle Leistung, dann die Zugbremse auf Fahren stellen. Dann warten wir, bis der Bremsdruck sich verringert. Das wird dann ja wahrscheinlich diese Anzeige sein. Da ist die einzige, die sich bewegt. Thank you.
Wir werden uns an die Wagen vorauskoppeln und dann auf das benachbarte Gleis umziehen, um den zweiten Wagensatz zu koppeln. Ah, okay. Ich verstehe. Dann mal auf Vorwärts und dann loggen wir die... Verwenden Sie den Leistungsregler, um etwas Kraft aufzubringen. Vermeiden Sie über... Okay. Damit wir es nochmal haben. Das Protokoll. Okay, na, mein ich vielleicht auch nicht. Wo stand das hier nicht? Schade, ich dachte, das wurde nochmal hier gesagt, was gesagt wurde. Oder es wird nochmal da stehen, was gesagt wurde. Können wir die uns die Locke nochmal von außen ein bisschen anschauen? Und dann koppeln wir mal an die ersten. Ja, was sind das für Wagen? Könnten Tankwagen sein, könnten aber auch. Ja, okay, reduzieren, ausrollen. Ich bin wieder zu schnell, ich merke das schon. Falls Sie zu früh angehalten haben, lösen Sie die Bremsen und erhöhen Sie erneut die Leistung, um loszufahren. Muss aber natürlich nicht irgendwie Treibstoff oder sonstiges drin sein, da können natürlich auch andere Chemikalien drin sein oder auch Milch, wer weiß das schon. Wir haben ja noch nicht die Einführung bekommen und wissen daher noch nicht, was uns hier auf der Strecke erwartet. Aber sieht für mich wie Treibstoff aus. Oh, please. Die Bremsen sind einfach unfassbar gut. Das merke ich jetzt schon. Zumindest wenn wir ja, ohne Maschinen dran fahren. Bremsen sofort. Wir sind immer noch nicht weit genug. Aber Danger Overhead. Okay. Wir haben den doch gar nicht. Ich bin verwirrt. Diese Lokomotive ist mit Schraubkupplungen ausgestattet. Diese erfordern, dass der Lokführer den Führerstand verlässt und die Fahrzeuge manuell kuppelt. Haben wir überhaupt bisher auf irgendeiner Strecke das, wo Verlassen wir das Sie den Führerstand nicht manuell und bringen machen Sie die Kupplung zwischen den Fahrzeugen ja, an. Wir mussten bisher immer aussteigen. Egal wo. Okay. Wir können hier nicht cool runtersteigen. Nee. Dann müssen wir runterspringen. Dann kuppeln wir das Ganze mal an. Setzen Sie sich wieder in den Lokführersitz, um die Fahrsteuerungen zu deaktivieren. Jawohl, denn wir gehen gleich auf die andere Seite. So, das Ganze auf Notfall. Und dann auf herunterfahren. Dann den Richtungswender auf aus. Also neutral aus. Whatever. Den Generalschlüssel auf aus und dann gehen wir auf die andere Seite der Lokomotive. Fahren dann rüber über die andere Weiche, stellen die Weiche und fahren dann rückwärts, um die restlichen anzukoppeln. Okay. In case of fire, shutdown died. Okay, ja. Ja. Hier haben wir die Caplights, jetzt sind hier die Lichter. Was haben wir hier? Hier haben wir da, DSD-Trennschalter, alles klar. Das heißt, die Driver Safety Device gab es auch schon in der Class 31. Es ist jetzt an der Zeit, auf das benachbarte Gleis zu wechseln und die restlichen Wagen zu koppeln. Das kriegen wir hin. Generalschlüssel auf 1. Stellen Sie die Steuerung ein, um die Abfahrt vorzubereiten. Richtungswende auf nur Motor. Alles auf volle Leistung. Warten wir, bis der Bremsdruck sich aufbaut. Und dann gehen wir auf Fahren, damit sich das Ganze wieder löst, der Bremsdruck.
Stellen Sie die Fahrtrichtung ein, um über die vorausliegenden Weichen fahren zu können, und erhöhen Sie die Leistung, um loszufahren. Okay, Hecklicht linke Seite. Streckensignalbeleuchtung, Hecklicht rechte Seite. Aha. Was ist gebracht? Dann hat es da oben gebracht. Okay. Haben wir denn überhaupt noch woanders? Müsste auch unten. Haben wir nicht unten Lichter? Auf vorwärts das Ganze. Müssen da noch woanders Lichter haben wir nicht. Damit die AWS-Bestätigung. Scheinbar der Shop. Und da kommt diesmal jetzt scheinbar Kohle oder so. Okay. Kann sein können, dass wir hier irgendwo also wenn wir jetzt das machen, dann müsste es doch. Okay, nein, das passt nicht. Das heißt, dann wird es das ja wohl gewesen sein. Okay, nein, 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 nein. Beschleunigen wir mal, um auch die restlichen Kesselwagen anzuschließen. So, wir müssen jetzt mal über die eine Weiche rüber. Ich bin ja schon mal gespannt. Wir können uns dann gleich nach. Reduzieren Sie die Leistung auf Null und lassen Sie die Lokomotive im Leerlauf entlang des Gleises fahren. Und schauen dann mal gleich, ob wir danach, nach dieser Einführung in die Class 31, ob wir dann nochmal eine Streckeneinführung bekommen. Und dann, ja, im Anschluss daran werden wir dann mal schauen, was denn so für ganze Szenarien auf uns warten. Leistungsreglauf aus, dann rollen wir mal über die Weiche rüber. Falls Sie zu früh angehalten haben, lösen Sie die Bremsen und erhöhen Sie erneut die Leistung, um loszufahren. Das Gute ist, dass wir zumindest in den Tutorials und ich glaube halt auch noch, müsste eigentlich auch noch sein, dass wir das bei den Szenarien so haben, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es beim Fahrradmodus ist, dass wir aber zumindest so angehalten werden. Wait, haben wir. Ey, wir sind direkt neben dem Fluss, das sehe ich jetzt erst. Dass wir halt direkt quasi den Punkt haben, wo wir halten müssen, um halt mit den Hinterwaggons, mit dem letzten Waggon quasi über die geplante Weiche rüber sind. Da hat es halt keinen Sinn ergeben, aber ihr wisst, was ich meine. Die Bremsen sind schon nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Aber wir haben noch keine hohen Geschwindigkeiten gehabt. Weichen werden in diesem Rangierbahnhof manuell betätigt. Dies bedeutet, dass der Hebel neben Ihnen von Hand bewegt werden muss. Neben mir? Verlassen Sie den Führerstand. Neben mir ist gut. Und betätigen Sie den angezeigten Hebel zum manuellen Stellen der Weiche. Okay, das wirklich nicht oder das liegt jetzt nur am Tutorial? Ha, es geht wohl. Es geht sogar im Tutorial. Ha. Outplayed. Aber ja, man könnte hier auch aussteigen und das Ganze manuell machen. Sprich, wir wären dann hier vorne hingelaufen, hätten das Ganze dann umgelegt und dann wäre es auch gewesen. Das wollte ich nicht, ich wollte mich hier hinsetzen. Richtungswende auf rückwärts. Und wieder. Oh, Zugbremse müssen wir natürlich nochmal
auf Fahren stellen und dann rückwärts andocken. Ah, gut. Ich wusste, irgendwas war noch nicht ganz durch. So, das ist halt jetzt die Frage. Okay, so hört sie sich an. Die Class ist 31. Manueller Scheibenwischer. Really? Sagt mir nicht, es gibt nur manuell. Oh Mann. Da freue ich mich jetzt schon auf die Regenfahrten. Ach, das wird super im Regen. Ah. Da weiß ich zumindest schon mal, was wir die ganze Zeit tun werden. Was jetzt die ganze Zeit? Wahrscheinlich in dem Rhythmus. Aber da haben wir eine Menge zu tun. Da haben wir mehr zu tun mit dem Scheibenwischer als mit dem Fahren selbst. So, aber schalten wir auf endlich mal 5 Miles Power. Wenn wir für den Bums reduzieren auch haben. Sie die Leistung auf 0 und lassen Sie die Lokomotive im Leerlauf entlang des Gleiten. Das ist Fahren. Falls Sie zu früh angehalten haben, lösen Sie die Bremsen und erhöhen Sie erneut die Leistung, um loszufahren. Ich denke, das ist wahrscheinlich ähnlich der Fall, dass man hier mit 3 Miles Power ungefähr in die anderen Waggons ranfahren kann. Ich würde fast sagen, wir rollen uns, lassen uns einfach ausrollen. Entgleisen tun sie ja nicht mit der geringen Geschwindigkeit. Schauen wir uns mal das alles hier von hinten an. Verlassen Sie den Führerstand und bringen Sie die Kupplung zwischen den Fahrzeugen an. Dann müssen wir jetzt nochmal wieder ranfahren. Ein bisschen näher. Perfekt. Dann steigen wir mal aus und hoffen, dass wir jetzt nicht noch den 1 mm zurückfallen müssen. Ich muss schon sagen, die Wagen sehen auch schon nice aus, ne? Also, hat schon was. Dann wollen wir nochmal zusätzlich 10 Wagen ankoppeln. Es ist jetzt Zeit, die Lokomotive um den Zug zu fahren. Kuppeln Sie auf dem Weg zurück zum Führerstand die Wagen von der Lokomotive ab. Was? Okay. Den Satz habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber okay. Das war dann unser Rangierservice für unseren Kollegen. Alles klar, Tür bleibt auf. Wende auf vorwärts. Oh Gott, Bremse lösen, auf fahrend. Dann wollen wir mal. Wir müssen wahrscheinlich nicht aussteigen. Dann halten wir mal hinter der Weiche. Und müssen höchst. Müssen wir, ich schätze, wir müssen danach nochmal.
muss ja nicht am Tutorial, wir können ja nicht scrollen, da war ja was. Das geht ja nur im Fahrplanmodus, warum auch immer. Auch wenn wir... Verlassen Sie den Führerstand, gehen Sie hinüber und betätigen Sie den angezeigten Hebel zum manuellen Stellen der Weiche. Wenn wir es über das neuen Menü machen könnten, sprich über den Streckenplan, machen wir es einfach auch mal diesmal jetzt komplett manuell. Aber prinzipiell müssten wir das nicht tun. Aber damit wir das mal fürs Protokoll auch gemacht haben. Aber schön, wie man mal merkt, dass die Lok genutzt wurde und nicht einfach nur rumstand. Kann schon wieder die Tür nicht schließen, aber das ist jetzt wieder für ein Quatsch. Was vielleicht daran liegt, weil wir... Ne, wir fahren rückwärts, okay. Warten, bis die Bremsdrüse reduziert hat. Oder wir beschleunigen das Ganze einfach selber. Und gucken mal die 250 Yards zurück. Ich bin schon gespannt. Ich weiß gar nicht, wie die Strecke aufgebaut ist, ob es so eine reine Güterzugstrecke ist. Ähnlich wie Sand. Oh, war das Sand Patch Grade oder Sand Patch Grade? Ursprünglich CSX Heavy Hole. Was? Wir müssen noch weiterfahren, okay. Der nächste Weiche soll behalten. Und dann koppeln wir vorne an, oder was? Das kann natürlich auch sein. Ah, das ist ja ein Träumchen. Ja, scheint mir so der Fall zu sein. Ah, da haben wir sogar den Kollegen. Es ist scheinbar eine... Hoppala, scheinbar keine... Ist es Kohle? Soll es Kohle sein? Kann natürlich auch Kohle sein. Hier mit einem schönen Doppelgespann. Ist das die... Verlassen Sie den Führerstand, gehen Sie hinüber und betätigen Sie den angezeigten Hebel zum manuellen Stellen der Weiche. Wir machen es uns einfach mal einfach. Wir machen das Ganze wieder über den Streckenplan, gehen wieder auf, rechnen wieder auf vorwärts, lösen die Bremsen. Da wir das Licht ja jetzt gleich nicht mehr brauchen, machen wir es natürlich mal aus und nähern uns den Wagen ganz nahe.
damit müsste das ganze Szenario, ach das Szenario sage ich schon, damit müsste dann das Tutorial für die Class 31 auch abgeschlossen sein. Warum, was ist denn mit den... Ich würde mal behaupten, ich habe einfach nicht lange genug gewartet, bis der Bremsdruck komplett weg war, deswegen... Wir haben auch leicht runtergebremst. Verlassen Sie den Führerstand und bringen Sie die Kupplung zwischen den Fahrzeugen an. Sind wir eigentlich die Türen zu, wenn wir dreimal auf- und einsteigen müssen? Ich weiß es auch nicht. Gucken wir mal an. Gehen zurück zum Lokführersitz. Und dann hat sich das für uns auch alles erledigt. Jetzt werden die Zugkommensoftware runterfahren, machen den Richtungswender aus. Den Generalschlüssel nehmen wir auch quasi mit. Gute Arbeit. Damit haben wir die Einführung beendet. Weitere Details zur Bedienung dieser Lokomotive finden Sie im Handbuch. Jetzt steht man lockt CL31 Blue Star. Das war jetzt die BR Class 31 Einführung. Puh. Allein das gab schon ganz gut Level. Level 4 ist mit auf der Class... Level 4 ist auf der Tees Valley Line und in der Class 31-1 BLU. Kurz vor Level 4, wir haben 6590 Punkte bekommen. Und eine Goldmedaille. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt endlich mal die Einführung bekommen in die Tees Valley Line. Die Class. Willkommen zum dieselmechanischen Three-Wagon-Triebzug der Baureihe 101 im blaugrauen British Rail-Anstrich. In dieser kurzen Einführung werden wir über das Anfahren, Halten und das Operieren der Fahrgasttüren sprechen. Sehr schön, das heißt, es gibt nicht nur Güterzüge. Bevor wir beginnen, müssen im Führerstand am Heck die Kontrollen eingestellt werden. Gehen Sie hinüber und steigen Sie ein. Es gibt nicht nur Güterzüge, die wir hier schön über die Tees Valley Line fahren können, sondern... Oh Gott, Mask. Sondern auch... Ich habe das Gefühl, dass irgendwie das Gefühl, dass das Ganze noch nicht ganz nachgeladen hat. Ja, wie auch die Kleidung der Leute, die irgendwie nachlädt. Okay, das passt. Aber es ist schön, dass wir nicht nur Güterzüge auf der Strecke fahren, sondern auch Passagiere transportieren können. Haben wir auch ein bisschen Abwechslung auf dieser Strecke. Ist natürlich rote Lichter werden eingesetzt, um zu signalisieren, dass dies das Heck des betriebenen Zugs ist. Ja, ist mir bewusst. Kann ich die Tür bitte wieder öffnen? Nein, okay. Ich bin eingesperrt. Linke Signallicht auf rot. Rechte Signallicht auf rot. Setzen Sie diese Bremsen wie angezeigt ein, während die Bremsen im vorderen Gefährt den Zug festhalten. Das heißt, wir lösen jetzt erstmal hier auch wieder die Bremsen. Ich finde es cool, dass man das so drehen muss, dass man auch dass nicht alles ist super bereit. Schnell Gehen macht. Gehen Sie also nach vorne in den Zug, um mit den Vorbereitungen fortzufahren. Ach, einfach jetzt durch den Zug hier durch, der ist ja nicht so lang. Dann können wir uns nochmal hier so ein bisschen, ja gut, umschauen. Viel gibt es hier ja nicht zu sehen in dem Dieseltriebzug, aber klein, aber fein. Trotzdem gibt es was zu sehen. Hier haben wir natürlich noch ein WC. Ja, klein, aber fein, würde ich sagen, ne? No smoking, alles klar. Setzen Sie sich auf den Fahrersitz. Wenn Sie bereit sind. Mit dem Zündschlüssel wird das Fahrerpult eingeschaltet.
Der Zündschlüssel, das ist der Steuerkreisschlüssel. Weiße Lichter zeigen allen an, dass dies die Vorderseite des betriebsbereiten Zugs ist. Ich verstehe, dann machen wir das Ganze mal auf weiß. Destination, Indicator on und off, alles klar, das kann man hier machen, hier können wir die Engine starten. Buzzer Code, Stop, Start, Setback, Guard Required by Driver, okay. Machen wir mal den Leistungsregler auf... auf Maximum. Okay. Dieser Zug hat in jedem Antriebsfahrzeug zwei Motoren. Starten Sie in diesem Fahrzeug die Motoren. Moment. Okay. Wir haben natürlich hier die AWS, aber den Mechanismus, den finden wir auch noch. Schauen wir den Motor. Starten Sie jetzt die Motoren im hinteren Fahrzeug. Aha. Okay. Das Ganze. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um die Sicherheit zu gewährleisten, und entriegeln Sie dann die Türen. Ja, sieht gut aus. Öffnen wir mal die linken Türen. Kann man doch bestimmt auch irgendwo hier machen, oder? Hier haben wir höchstwahrscheinlich die Destination, schätze ich mal. Oder? Ja, da müssen wir Destination haben. Dann haben wir das Caplight. Gut, dann müssen wir das einfach mal hier über Tab machen, solange wir noch nicht wissen, wo und ob man das Ganze hier machen kann. Ich vermute mal, man kann es auch hier übers System selbst machen, also über den Triebzug selber, aber was haben wir denn hier? Ich das hier jetzt nicht, was ich suche. Ja, wir haben die Zugsanzeige, genau, wie gesagt. Dann haben wir die Fahrventile. Ah, so Signal. Das ist aber super. AWS haben wir auch hier. Dann wird man das auch irgendwo hier anmachen können, das bin ich mir sicher. Was dann noch gilt herauszufinden, wo und ob. Verriegeln wir die Türen links. Nutzen Sie den Richtungswender, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Hoppala. Ach, machen wir das so. Zeit, sich zu bewegen. Stellen Sie die Handbremse wie angezeigt ein. Natürlich haben wir wahrscheinlich noch das Notventil. Der Zug verfügt über ein Gangschaltungssystem, das dem von Kraftfahrzeugen ähnelt. Um höhere Geschwindigkeiten zu erreichen, muss der aktive Gang zum richtigen Zeitpunkt erhöht werden. Aha. Wenn Sie beschleunigen und die Umdrehungsanzeige den gelben Bereich erreicht, sollten Sie einen Gang hochschalten. Ich verstehe. Die Bremsen dieses Zuges funktionieren wie ein Wasserhahn. Je höher sie eingestellt sind, desto schneller stoppt der Zug. Öffnen Sie das Ventil, um den gewünschten Druck einzustellen. Dann schließen Sie es wieder, um den Druck beizubehalten. Das ist aber nur bei diesem Zug, dass es so ist, je höher man die Bremsen einstellt, desto schneller bremst der Zug. Ne? Das ist normalerweise so umgekehrt. Also das ist ganz skurriles. Erhöhen Sie die Leistung, um loszufahren.
wenden Sie nicht zu schnell zu viel Kraft an. Es ist wichtig, den Fahrgästen eine ruhige Fahrt zu bieten. Okay. Ah, und das ist dann, wenn wir hier bei Up sind, müssen wir den Gang hochschalten. Ich verstehe. Aber bei Down sind halt dementsprechend nach unten. Alles klar. Ui, das wird ja erst... Eieiei. Das gibt dem Ganzen ja nochmal eine komplett andere... eine andere Challenge, das ganze Fahren mit Passagieren mit dem Zug. Ich würde gerne den Gang hochschalten, aber ich kann es nicht. Der Prozess des Gangwechsels umfasst mehrere Schritte. Verringern Sie zunächst die Umdrehungen, indem Sie den Leistungshebel auf Leerlauf setzen. Legen Sie jetzt den neuen Gang ein. Dann stellen Sie den Leistungshebel wieder auf die gewünschte Position. Versuchen wir es einmal. Okay, das Ganze auf Leerlauf. Den Gang hochschalten. Beachten Sie, dass der Zug nun auf eine höhere Geschwindigkeit beschleunigen kann. Wiederholen Sie den Gangwechsel, wenn sich die Umdrehungsanzeige im gelben Bereich befindet, um weiter zu beschleunigen. Das ist ja... Hui. Okay. Das ist ja spannend. Von hier ab ist es nicht mehr weit bis zu Ihrem nächsten Halt. Achten Sie deshalb darauf, den Zug unter Kontrolle zu halten und nicht zu schnell zu fahren. Ja. Linie 40. Um mit konstanter Geschwindigkeit zu fahren, sollten Sie den höchsten Gang einlegen. Das reduziert die Geschwindigkeit, mit der die Maschine läuft, und spart Treibstoff. Das ergibt Sinn. Ich würde aber schon mal gerne wissen, wo es der nächste Bahnsteig ist. Bevor ich hier weiter so wild runterschalte. Aber der müsste ja dann bald kommen. Vorsignal für 20 Miles per Hour. Wir sind beim Lösen, ne? Wir müssen ja... Das Ganze anwenden. Einen Zug an der richtigen Stelle anzuhalten, ist die wichtigste Fähigkeit, die ein Fahrer besitzen muss. Manchmal sind mehrere Versuche nötig, damit es gelingt. Ja, ist ja super, dass wir jetzt hier nicht mal wieder Gas geben können. Weil wir den Schaltungshebel auf 4 stellen sollen. Die Bremssteuerung dieses Zugs öffnet ein Vakuum, wodurch Druck entweicht, der die Bremsen von den Rädern fernhält. Um einen bestimmten Druck aufrechtzuerhalten, schließen Sie dieses Ventil, indem Sie den Hebel auf die gewünschte Position stellen. Ja. Versuchen Sie, nicht mehr als 15 Meilen pro Stunde 24,1 Kilometer pro Stunde zu fahren, wenn der Zug den Bahnsteig erreicht. Halten Sie dann irgendwo in der Nähe. Halten Sie irgendwo in der Nähe, ja.
Die Fahrgäste finden schon den Weg. Wenden Sie ein wenig Bremskraft auf, um sanft zum Stehen zu kommen. Abgesehen davon, dass die nervige Halteposition wieder aktiviert ist, was ich nicht verstehe, weil allgemein im Hauptmenü sie deaktiviert ist. Oh. Das war jetzt deutlich zu stark. Wie gesagt, ich muss mich an gewöhnen, das sind 5 Züge auf dieser ganzen Strecke. Das kann noch eine richtige Herausforderung werden, bei den ganzen vielen verschiedenen Zügen. Gut gemacht. Übung macht den Meister. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um die Sicherheit zu gewährleisten, und entriegeln Sie dann die Türen. Ja, Bahnsteig ist nass. Links entriegeln. Gute Arbeit. Damit sind die Grundlagen alle abgedeckt. Eine Anleitung mit mehr Details zur vollständigen Funktionalität dieses Zuges und mehr ist ebenfalls erhältlich. Ich glaube, wir brauchen 1000 Punkte, ne? Ja, 1000 Punkte brauchten wir. Das war jetzt die Class 101-Einführung. Wir haben dafür 1414 Punkte bekommen. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Einführung für die 4. von 5 Loks von der Tees Valley Line wieder. Willkommen zur dieselelektrischen Rangierlokomotive der Baureihe 08 im blauen BR-Anstrich. In dieser kurzen Einführung werden wir über das Anfahren und Halten sprechen. Ich glaube, die Class. Bevor Sie die Lokomotive betreten, müssen die Batterieisolationsschalter eingestellt werden. Beginnen Sie mit der linken Seite. Ich glaube, das für die. War das. Ich meine, das war die Class 08 bei der West Somerset Railway auch hatten, oder? Kommt das hin? Ich weiß es nicht mehr. Oder? Vielleicht auch nicht. Zumindest, oder? Ich weiß es nicht. Auch einfach, das hier ist mir neu. Den Batterieschalter auf normal. Klappe zu. Selbe Spiel auch scheinbar hier. Aua. Stellen Sie den Batterieisolationsschalter auf der rechten Seite genauso ein. Ja, andersrum wäre auch merkwürdig, ne? Betreten Sie den Führerstand und fahren Sie mit den Vorbereitungen fort. Aktiviertes Licht ist wichtig, damit andere wissen, dass die Lokomotive in Betrieb ist. Wobei, könnte sein, dass wir die. Ja, doch. Ich kann mich erinnern, wir saßen hier und haben herausgeguckt, also haben wir die. Kennen wir die schon von der. Zumindest von Trains in World. Kennen wir sie? Oh Gott. Noch nicht in Trains in World 2. Aber von Trains sie in World. Sie werden viel Zeit mit dem Fahren verbringen. Setzen Sie sich also, um fortzufahren. Von Trains in World, Trains in World 1, Trains in World 22, je nachdem, wie man es nennen mag, kennen wir sie bereits. Starten Sie jetzt ruhig die Lokomotive. Hauptgriffschalter auf Start. Bis der Motor läuft. Jetzt, da der Motor läuft, muss der Hauptschalter eingestellt werden. Der Hauptbehälter benötigt einen Moment, um aufgeladen zu werden. Dies können Sie sehen. Um sicherzustellen, dass sich nichts bewegt, während die Vorbereitungen laufen, betätigen Sie die Lokomotivbremse entsprechend. Alles super. Notbremse auf Notfall, damit wir nicht losfahren. Die Lokomotivbremse hält den Zug fest. Daher können die restlichen Bremsen losgelassen werden. Ich verstehe.
Ja, andere Richtung. Nee, vollständig lösen wieder. Wir müssen das Ganze hier drehen. Okay, ja, 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 ja. Am Ende wurde schnell. Genau, dann legen wir die Zugbremse an. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Die Gleisausrichtung spielt beim Manövrieren in einem Bahnhof eine wichtige Rolle. Gehen Sie zu Fuß los und passen Sie die angezeigten Weichen wie benötigt an. Das könnten wir natürlich machen. Wir machen das aber über den Streckenplan. Das ist einfacher. Zeit, sich zu bewegen. Stellen Sie die Lokomotivbremse wie angezeigt ein. Dann lösen wir auch die Lokbremse. Erhöhen Sie die Leistung, um loszufahren. Wenden Sie nicht zu schnell zu viel Kraft an. Überschreiten Sie nicht 800 Amps. Dann fangen wir mit der Leistungsstufe 1 an. Und wir sollen nicht 800 Ampere überschreiten. Also das ist schon ein schönes Ding, da kann man nicht anders sagen. Da der Zug jetzt in Bewegung ist, können Sie mehr Kraft hinzufügen und sich darauf konzentrieren, eine gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen. Ist einfach schön und richtig schön satisfying. Also, wir sollen jetzt auf mindestens 15 Miles pro Hour beschleunigen. Machen wir mal einen Leistungsregler auf 2 glatt. Ah, den Lok kann er auch nicht schneller als. Ich muss schon zulassen, nur die Geschwindigkeit zu sein. Ist halt eine Rangierlok, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja obvious, dass wir hier nicht utopische Geschwindigkeiten mitfahren. Rollbetrieb wird eingesetzt, um effizient eine konstante Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Machen wir den Leistungsregler auch aus. Nutzen Sie die Bremsen und den Leistungsregler, um den Zug anzupassen und eine zu hohe Geschwindigkeit zu vermeiden. Das ist ja auch cool hier. Hier eine Überführung über den Kanal, da eine Überbrückung, besser gesagt, da nochmal eine Überbrückung. Und überall Schienen, das ist schon fett. Ich bin mal gespannt, was wir für tolle Szenarien bekommen. Ob es auch nur 5 sind, wie sonst, mehr oder weniger auch. Oder ob es. Wir haben mehr Loks, ne? Also kann man eigentlich schon was mehr Szenarien erwarten. Wir nähern uns der Stoppmarkierung. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft zum Stehen zu kommen. Das kriegen wir hin, wir bremsen aber eher relativ spät. Wir sind ja schließlich. Ja. Nur eine Lok, ohne irgendwelche Waggons hinten dran, ohne mehr Gewicht. Ganz gut, 5 Punkte. Gute Arbeit. Achievement unlocked. Damit wären wir alle Grundlagen dieser Lokomotive durchgegangen. Schweinsenwald 2 Officer, wir sind jetzt Level 25. War aber nicht Level 27?
Das ist nur Level 27. Wieso bekommen wir denn jetzt. Hä? Bei der Class 20 kann man, glaube ich, auch für beides einsetzen, wenn ich mich recken sind, oder? War die Class 20 nicht auch bei der. Willkommen bei dieser dieselelektrischen Lokomotive Class 20 in Rail Freight Lackierung. Diese kurze Einführung umfasst Lokomotiv- und Rangierarbeiten in Rangierbahnhöfen. Steigen Sie ein, um hatten zu wir gerade eben schon. Das war also gerade eben die Class 20, die wir gerade gesehen hatten, weil es die Einführung in die Class 31 hatten. Das ist auch schick, ne? Das ist schon ein schickes Ding hier. Bis um die Tür. Wird wahrscheinlich auch, ne? Hier AWS und der Driver Safety Device mehr. Der AWS sehen wir hier. Mensch, das ist ja stark. Da brauchen wir gar nicht Sie wechseln, werden wenn wir Zeit fahren auf dem müssen. Lokführersitz verbringen. Das ist ja schon eine gute Lok zum Rangieren. Um das Hauptpult zu aktivieren, stecken Sie den Generalschlüssel ein. Das Makro-Generalschlüssel einstecken. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Auf nur Motor. Die Zugbremse ist das Hauptsystem, das zum Abbremsen des Zuges verwendet wird. Auf anfängliches Anlegen. Ja, aber den Sicherungskasten. Oh Gott. Ist ja was Relevantes, Interessantes dabei? Nö. Zumindest nicht für den standardmäßigen Gebrauch. Da war das Licht weg. Okay, wir haben hier den Bremsausfallschalter, Luftbremse, Passagiere. Müssten wir doch eigentlich auf Gut stellen, oder nicht? Wir haben ja hier keine Passagiere. Aber wir könnten prinzipiell gesehen, wenn ich richtig sehe, auch hier mit Passagiere fahren. Wir haben eine Max-Geschwindigkeit von 60 Miles per Hour. Wir schalten mal den Richtungswender auf Vorwärts, damit wir auch weiterkommen. Hier haben wir das DSD-Pedal. Wo haben wir denn jetzt dann hier die da? Haben wir die AWS. Und das Einstellen von Driver Safety Device und dem ganzen anderen. Werden wir dann irgendwann auch im Laufe der Zeit finden. Dann lösen wir mal die Bremsen. Um ein wenig Schub zu geben, ziehen Sie den Leistungsregler auf die entsprechende Leistungseinstellung. Die Handbremse ist gelöst, den Sicherungsschalter auf normal. Geben wir mal Schub. Das Schöne ist, wir sehen super viel, ne? Reduzieren Sie die Leistung und lassen Sie den Zug ausrollen. Also ich würde mich ja gerne hier drauf setzen. Also hier auf dieses Ding. Damit ich etwas sehe. Aber gut. Versuchen Sie beim Durchfahren des Abladers 3 Meilen pro Stunde einzuhalten, um sicherzustellen, dass alle Wagen vollständig entladen werden. Das ist nur ein Ablader, nice. Oh Gott. Lösen wir die Bremsen. Schick, 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 schick. Zu langsam als zu schnell, würde ich sagen. Und 0%. 3 Waggons haben wir noch, wo wir die Kohle entladen müssen. Und alles entladen. Wunderbar, das haben wir auch alles hinbekommen. Ziel erfüllt, 41 Punkte. Warum bekommen wir nur 41 Punkte? Also zu schnell, zu langsam. Können wir nur 41 Punkte bekommen? Wir entladen alles. Also. Daran kann es nicht liegen.
Alle Wagen wurden erfolgreich entladen. Punkte brauchen wir nochmal 1250, ne? Zum Haltepunkt. 1250 waren das, glaube ich. Sollen wir an Red Car Mineral Terminal der Umfahrung halten? In 500 Yards. Wenn man so wenig sieht, ist er auch echt unangenehm. Kann ja fast nur nach Gefühl fahren. Man muss ja schon fast hier permanent ab und zu mal den Kopf aus dem Fenster erschrecken. Dann rollen wir mal auf unseren Haltepunkt zu. Kommen wir, glaube ich, nochmal. Ich hoffe, wir bekommen noch 2x30 Punkte. Ansonsten wäre es mit den 1250 Punkten für die Goldmedaille sehr, sehr eng. Wenn jetzt schnell kommen, müssen wir uns nochmal umschauen, kurz, ob wir hier vielleicht Punkte finden, wo wir. Da haben wir den Scheibenwischer. Hier haben wir einen Sicherungsschalter. Wofür ist der Sicherungsschalter? Sehen wir da was irgendwo von? Das könnte prinzipiell für die Driver Safety Device sein. Eventuell, ich weiß nicht. Eine Heizplatte hier sogar. Geil. Wofür hier könnte heiß sein? Denken Sie daran, ja, die Bremsen frühzeitig zu betätigen, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Scheinbar müssen wir. Oh, Moment. Hier vielleicht. Da haben wir nur die Marker, ne? Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch. Naja, finden wir immer noch. Im Sicherungskasten war es ja nicht gewesen, ne? Habe ich zumindest nicht gesehen. Controlling Cooker. Isolationsschalter, aber der ist ja auch nicht so sonderlich relevant dafür. Interessant, aber wir werden das Ganze noch finden. Ansonsten halt per Shortcut, aber das Ganze wird es mit Sicherheit hier geben. Warum gibt es eine heiße Herdplatte? Da bin ich jetzt schon im Bremspunkt vorbeigekommen. Da gab es noch 490 Punkte. Koppeln Sie sich von den Wagen ab, okay. Und koppeln Sie dann die Lok ans andere Ende. Das Gute ist, wir fahren noch ein Stück. Was? Kommen wir hier? Nein, wir müssen da hinaussteigen. Kommt einfach auch nochmal Punkte Sie über von das daher. Das benachbarte Gleis an den Wagen vorbei und koppeln Sie die Lokomotive ans andere Ende. Sprich, wir haben die Goldmedaille drin. Dann das Ganze wieder auf fahrend. Ja, no wheels let me fold. Wir haben den Engine Start. Das macht der Sicherungskasten. Okay. Steuer auch Sicherungsschalter. Der meint. Ach, finden wir noch irgendwo. Irgendwo wird es das sein. Ansonsten, wie gesagt, über Shortcuts. Wir wollen ja schon wieder. Mensch. Über mal die Leistung, damit wir auch wissen, wo wir halten sollen. So, wir waren gar nicht mit dem Leistungsregler auf aus, wir waren auf 0 wahrscheinlich, deswegen, ich weiß es nicht. Ich habe da jetzt nicht ganz drauf geachtet. Das sind auch die Marker. Notfalls muss ich nochmal in dem Handbuch nachschauen, wo man das denn bei Weichen der... Weichen werden in diesem Rangierbahnhof manuell betätigt. Dies bedeutet, dass der Hebel neben Ihnen von Hand bewegt werden muss. Stellen Sie die angezeigte Weiche, um zum benachbarten Gleis zu gelangen. Wollen wir wetten?
So, das Ganze auf. Oh Gott. Aber ich nicht auf aus, auf rückwärts. Dann das Ganze auf fahrend. Dann wollen wir mal über den Ort Red Star Mineral Terminal Kalkstein fahren. Allerdings nicht zu schnell. Und dann koppeln wir auf der anderen Seite wieder an. Haben wir hier irgendwo, weil da haben wir immer noch Kohlewagen? Ja, Kohlewagen. Kommt man ja fast so vor, als ob wir noch. Weil wir können natürlich auch so rumfahren. Da sehen wir auch mehr. Ja, okay, das ist dann natürlich auch wieder sinnvoll, dass man so fährt, dass man das ja eher so zum Rangieren nutzt und dann hauptsächlich, wenn man Strecken fährt, wenn man weite Strecken fährt. Von einem Güterterminal zum nächsten, aber whatever, dass man dann halt aus der Position fährt. Da man dann natürlich ein bisschen mehr sieht. Halten wir drüben bei der Weiche. Beziehungsweise hinter der Weiche. Schellen sie wieder um. Koppeln die leeren Kohlewaggons an und dann ist das auch. War es auch mit dem letzten Szenario und danach können wir uns dann mal anschauen, was uns dann alles an Szenarien erwartet, die ganze 11 Stück an der Zahl. Wie wir bereits sehen konnten. Interessant, dass diese Weiche gar nicht umgestellt war. Stellen Sie wie zuvor manuell die angezeigte Weiche, um zu den Wagen zu gelangen. Die ist doch. Okay, die war. Und jetzt. Ja, mein, wir müssen hier rüber. Das Ganze auch vorwärts. Dann lösen wir die. Falsche Rechnung. Lösen wir die Bremsen. Erhöhen die Leistung und koppeln die leeren HGA-Wagen an. Ich bin ein bisschen zu schnell unterwegs. Damit sollte das Szenario auch durch sein, würde ich mal. Ach, Szenario. Wir kommen gleich auf Szenario. Wir wollen uns die Szenarios gleich anschauen. Das waren die Szenarien. So, das ist ja die richtige Formulierung dafür. Das war die richtige Steigerung. Warum wusste ich jetzt plötzlich Geld? Dann sind wir auch kurz davor anzukoppeln. Ah, die Bremsen sind gut, darf ich nicht vergessen. Die Bremsen sind verdammt gut. War wieder zu früh. Bremsen sind besser, als ich immer denke.
fragt mich, ob man hier auch eine Langsamfahrt machen kann. Eher weniger. Es war klar. Passen. Wir sind um ein Jahr weiter angekommen. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieses Zugs durchgegangen. Weitere Details zu den Steuerungen finden Sie in der Anleitung. Geil. Stichwort unlocked CL20 Type 1 Topper und Tees Valley Line. Sehe ich nicht, weil hier wieder der Käse davor ist, aber Tees Tisch Complete All Tutorials on Tees Valley Line. Das war die Class 20 Einführung. 3255 Punkte haben wir bekommen, eine Goldmedaille. Wir gehen mal eben fix rüber und schauen uns die Szenarien an, die uns hier auf der Tees Valley Line erwarten. Und dann soll ich definitiv mal die Folge hier über das also Video hier beenden, denn wir sind schon ziemlich lange drin. Erkunden-Szenario. Wir haben einmal die Tube-Liner-Umleitung. Die letzte Lieferung Stahl ist bereit zur Abfahrt aus Leckenby. Bedienen Sie den Zug auf der ersten Etappe der Reise bis nach Darlington. Wir fahren die komplette Strecke von der Leckenby-Stahlfabrik mit der Class 37-5RF. 4050 Punkte für die Goldmedaille. 3 von 5 Schwierigkeit. 60 Minuten soll das Ganze dauern. Sprich, wir könnten. Das wird wahrscheinlich so eine 55 bis 70 Minuten Folge. Kohleschlepper, lösen Sie einen Lokführer ab. Ein Class. Eine Class 37 wartet am Red Car Mineral Terminal. Laden Sie, wie auch immer man es aussprechen mag, HGAs ab. Sprich, wir werden wahrscheinlich, wir haben wahrscheinlich hier, ist das die Class 37-5? Könnte sein, ne? Also wir haben wieder hier Schüttgutwagen. Und bringen Sie zum Rangierbahnhof Tees. Halt Kohleschlepper, 5800 Punkte für die Goldmedaille. Wie gesagt, Kohleschlepper. 3 von 5 Schwierigkeit, auch 60 Minuten soll das Ganze dauern. Sprich, auch wieder so 55 bis 70 Minuten wird das Ganze lang dauern. Dann haben wir Rangierstahlwerk. Kurzes Ding mit der. Kurz, ne? Streckenmäßig kurz, aber viel zu tun mit der Class 08. Lotsenpflicht in Leckenby Steelworks. Rangieren Sie Stahlwagen auf die richtigen Nebengleise und bereiten Sie sie für den Frachtbetrieb vor. 4 von 5 Schwierigkeit, 8650 Punkte für die Goldmedaille. Nicht so viel. Also, es ist immer relativ wenig Platz zwischen Gold und Silber. Also da muss man echt schon möglichst viel mitnehmen, um die Goldmedaille zu bekommen. 60 Minuten soll das ganze Szenario auch wiederum dauern, sprich, man kann mit 55 bis 70 Minuten rechnen. Luft nach oben, was die Zeiten betrifft, ist natürlich immer noch da. Dann 3 werden 2. Ein Dieseltriebwagen kam mit Defekt an. Rangieren Sie den ausgefallenen Wagen zum Reparaturdienst und schicken Sie ihn zurück auf die Gleise. Wir fahren mit der Class 08, sprich auch wieder kleines Rangierding am Thornaby Depot. 9200 Punkte für die Goldmedaille, 2 von 5 Schwierigkeit, 30 Minuten soll das Ganze dauern.
ich würde sagen, man kann so mit 25 bis 40 Minuten rechnen bei dem Video. Dann haben wir Sommer-Special, beziehungsweise Sommer-Spezial am Meer. Fahren Sie diesen Sommer-Sonderzug nach Saltburn by the Sea. Auf jeden Fall die komplette Strecke. Wir fahren los von Darlington und fahren nach Saltburn by the Sea. 1,5 Schwierigkeit, 6600 Punkte für die Goldmedaille. Wir fahren mit der Class 101. 60 Minuten soll das Ganze dauern. Ich werde wahrscheinlich so sich bei 65 Minuten wahrscheinlich einpendeln. Die Folge. Dann haben wir den Zementkreis. Nehmen Sie am ewigen Zyklus von B- und entladenen Zügen teil, die zwischen den Eastgate Zementwerken und dem Tees Rangierbahnhof verkehren. Wir fahren mit der Class 31. 4050 Punkte für die Goldmedaille. 3 von 5 Schwierigkeiten, 35 Minuten soll das Ganze dauern. Sprich, würde ich sagen, kann man so mit 50 Minuten ungefähr rechnen. Dann haben wir Tankwagenärger. Eine einfache Fahrt wird erschwert, wenn im Zug ein heißes Achslager entdeckt wird. Ja, das könnte eine heiße Angelegenheit werden. Fahren wir mit der Class 31. Wir starten in Eagles Cliff. Szenario hat eine Schwierigkeit von 4 von 5. 5200 Punkte für die Goldmedaille. 45 Minuten soll das Ganze dauern. Kann man, denke ich mal, mit 10 Minuten mehr rechnen, sprich 55 Minuten. Letzte Rettung. Helfen Sie bei einer blockierten Stahllieferung, indem Sie eine alternative Zugkraft für einen Zug aus Leckanby bereitstellen. Leckanby. Class 31. One, letzte Rettung, 8500 Punkte für die Goldmedaille, 4 von 5 Schwierigkeit, letzte Rettung soll 65 Minuten dauern, sprich, wir können mit 65 Minuten rechnen. Dann haben wir noch die Schienenfracht. Übernehmen Sie den Verband leerer Stahlwagen, die von Arbeiten in Skinning Grove zum Tees Rangierbahnhof zurückkehren. Ja, wir fahren, ja, wir starten mehr oder weniger in Saltburn, oder wir enden, ja, wir starten in Saltburn, müsste sein. 3550 Punkte für die Goldmedaille, wir fahren mit der Class 20, mit der wir gerade eben zuletzt gefahren sind im Szenario. In der Einführung, 3 von 5 Schwierigkeit, 45 Minuten soll das Ganze dauern, ich würde sagen, wir sind dann bei unter einer Stunde. Dann haben wir den Chopperwechsel. Ein aus Leckanby abgefahrener Zug meldet Probleme mit einigen seiner Wagen. Es wird im Tees Rangierbahnhof gehalten, damit die Wagen abgekoppelt werden können, bevor er seine Reise fortsetzt. 4050 Punkte. Nur 150 Punkte mehr als die Silbermedaille für die Goldmedaille. Eine Schwierigkeitsstufe von 2 von 5. 30 Minuten soll das Ganze dauern. Ich würde mal sagen, wir können ungefähr mit 35 Minuten bis 40 Minuten rechnen. Lokführer ablösen. Das letzte Szenario dann auf der Tees Valley Line. Ein Zug mit beladenen HGA-Wagen fährt zum Red Car Eisenerz Terminal zum Entladen. Sie wurden geschickt, um den vorherigen Lokführer abzulösen, da er Feierabend hat. Wir starten in der Tees Yard und fahren dann zum Red Car Eisenerz Terminal mit der Class 20. 3650 Punkte für die Goldmedaille, 4 von 5 Schwierigkeit, 45 Minuten soll das Ganze dauern. Also wir werden wahrscheinlich auch bei unter einer Stunde sein. Das sind die ganzen Szenarien. Dann haben wir dementsprechend natürlich auch noch den ganzen Fahrplan und haben dann mit der Class mit der Class 08 haben wir 6 Szenarien, 6 verfügbare Zugdienste mit der Class 37. Haben wir ganze 47 Möglichkeiten. Mit der Class 101 haben wir 78 Zugdienste. Mit der Class 20 nur 3 Stück. Und mit der Class 31 haben wir 17 Stück. Allerdings, da kommen wir erst dazu, wenn wir die ganzen Szenarien abgeschlossen haben. Und das Ganze wird auch per Zufallsgenerator quasi ausgelost, was wir dann in der dementsprechenden Folge alles so fahren. Sprich, wie gehabt mit den ganzen anderen Szenarien, mit den ganzen anderen Strecken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind kurz vor Level 5 auf der Tees Valley Line. Ja, wir beginnen dann, oder wir führen dann das Ganze fort beim nächsten Mal, wenn wir uns auf der Tees Valley Line in Schweinzimmer 2 befinden, mit der Tube-Liner-Umleitung, mit dem ersten Szenario.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es sieht im nächsten Video wieder von Train Symbol 2. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.